Was in dieser Folge geschehen wird. Unten? Oh mein Gott, er wurde von jemand gesniped und wir haben ihn weggelasert mit der Augbar. Bevor das wieder anfängt, Freunde, mein Partner Deadzock hat mal wieder eine knackige Ehrenaktion. Und zwar ganz einfach, ihr könnt euch eine Cap nach eurer Wahl umsonst sneaken. Es gibt diese 4 Caps, liebe Freunde, auf entspannt. Ihr könnt eine davon umsonst sneaken und dazu noch ein Poster. Ihr müsst einfach nur irgendwas in den Warenkorb reintun mit dem Mindestbestellwert 25 Euro. Dann tut ihr irgendeine dieser Caps auch rein. Dann gebt ihr meinen Gutscheincode REDCAP ein und ihr zahlt die Cap nicht. Die Cap kriegt ihr umsonst dazu. Und das Geile ist, ihr kriegt noch zu jeder Bestellung jeder noch ein leckeres Wandposter. Also es ist so ein riesen Wandposter, da steht Supreme drauf. Ist ein geiles Poster, kostet regulär auch eigentlich 25 Euro. Kriegt ihr auch umsonst auf lecker. Ganze Aktion limitiert, falls die Aktion wieder schnell ausverkauft werden sollte, kriegt ihr natürlich immer mit dem Code RED 10% auf alles. Erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Let's go, das Häschen. Oh mein Gott. Was ist da gerade passiert? Okay. Wo sind die Gegner? Hä? Oh, Bock nicht, Digga. Gegner auch nur am Wegrennen wieder, wirklich. GG. Wo ist denn der jetzt? Scheiße. Ah, hat mir Mini übrig gelassen, danke dir, Bro. Weiter geht's. Solo sind die Gegner auf jeden Fall echt viel schwächer, ne? Oh, ich hab keine... Null. Okay. Warum nicht? Kennst du, ich denke, man kriegt Leben, wenn ich einen töte? Kriegt gar nichts. Ich krieg kein Leben. Das tut so weh. Wo ist der Kollege? Digga, ich verteile auch gerade wirklich nur Headshots, ne? Also, das ist schon echt aimbot-verdächtig hier, was ich gerade mache. Das ist schon leicht verdächtig. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht übertreiben. Wie ich jetzt gleich gebannt werde. Bruder, Digga, du kannst nicht mal flexen, Bruder. Hör doch auf damit. Du bist einfach... Du bist wirklich peinlich gerade. Digga. Du bist so peinlich, Bro. Digga, ich krieg Angst. Ich schäme mich gerade für alles. Für deine ganzen, für alle deine Entscheidungen gerade, okay. So, dann schauen wir mal weiter, Digga. Lustige Runde. Lustige Runde gerade. Da hinten müsste safe auch nochmal einer sein. Ich gehe mal echt davon aus, Digga. Ich bin ja auch gerade hier im Apo-RED-Skin. Der Skin, der leicht wie ich aussieht. Mit weniger Bart vom Dinger. Okay, da hinten ist jemand. Zwei Leute. Ich glaube, ich habe zwei gehört, oder? Ich habe irgendwie mehrere Steps gehört, aber... Also wenn hier jemand ist, dann ist er auf jeden Fall gerade sehr ruhig. Ich bin mir sicher, ich habe eigentlich noch was gehört, aber egal, komm, gehen wir mal weiter. Ich muss mir an der Nase kratzen. In diesem Moment werde ich mal aufgesniped, aber egal. Okay. Ich denke, wir haben eigentlich einen sehr soliden, starken Starter eigentlich gemacht. Ich bin äußerst zufrieden. 7 Kills hier in Sweaty Sands. Nächster Stop ist Pleasant Park. Haben jetzt ordentlich Minis auf Stack. Ist ja oft ein Problem, dass man hier auch gar kein Blue Life findet. Aber haben wir echt gut gemacht. Wir haben auch wenig Schaden getaked so. Und haben die Gegner echt, Digga, eigentlich geisteskranke Headshots gegeben. Wir haben hier wirklich die behindertsten Headshots gerade gegeben. Das war echt GG. Was haben wir hier drin? Oh, ein Rocket Launcher.
Und Hapuna Matata. So, jetzt ist die Frage, Digga. Soll ich mehr Harpunis mitnehmen? Ist eigentlich an sich ein smarter Move. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir locker was Besseres finden werden. 18 mal usen. Ich will einfach nur ein paar Slurpfische. Komm. Komm, geh mal rauf. So, komm mal jetzt. Normaler Fisch. Moin. 9. Oh! Erster Slurpfisch, oder? Sehr riskant, was wir hier machen, Freunde. Sehr riskant, wirklich. Sehr riskant. Gar keinen Bock auf Damage. Oh, komm, jetzt aber zack und zack. Ah, nichts drin. Okay, alles cool, alles cool. Ein Hapuna Matata haben wir jetzt weniger. Warum kann ich es von hier mitnehmen? Nee, kann ich gar nicht. So, Slurpfisch mitgenommen. Kann man hier irgendwo noch fischen? Lama! Guck mal meine Augen, Digga. Apo-AID Augen. Man sagt die allerbesten. Frisch gelasert aus Istanbul. Digga. Da hinten liegt Loot. Einfach ein Lama. Uiuiuiuiui. Digga. Oh, zwei Biggies. Ganz doll, Freunde. Ganz doll, sage ich euch. Okay, hier war ich noch gar nicht. Ich kenne diesen Spot nicht mal. Also wenn ich jetzt auf Wind spielen würde, würde ich nur so ein bisschen auf Safe sogar hier chillen. Aber hier waren sogar welche. Krass, diesen Ort kenne ich noch gar nicht, muss ich sagen. Ich kenne eigentlich noch echt viele Orte, geil. Für mich ist Fortnite vor mir noch so. Fortnite 2 ist für mich noch so fremd, ne? Ich habe einfach einen Lama auf Ehre gefunden. Guck mal, wie viel Metz ich jetzt habe. Ich fühle mich jetzt dieses komplette Safe eigentlich. Goldene Tag, Digga. Das ist eine behinderte Waffe. Das ist so eine heftige Waffe, sage ich euch, ne? Die ist krass. Wo wir gerade sind, ist ja auch gar kein Schwein, ne? Also wir sind gerade voll safe. Da war doch nicht ganz weit weg von hier. Ich sehe nicht meinen einzigen Gegner. Oh mein Gott. Ja, 88er Hit muss man sich auch mal geben lassen, ist auch wichtig. 88er Hit auch hier, oder? Ich weiß nicht, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Zwei haben wir auf jeden Fall gut doll gehittet. Oh, da hinten. Digga, was der für Hits auch wieder schluckt, ne? Okay. Guck mal, Blumen. Mein Blumen war so heftig gerade, ne? Vorne sind da welche am Fighten. Auch schön Hit gegeben sogar auf Leckerli. Okay, dann würde ich sagen. Guck mal, ich gebe mir jetzt einfach einen Mini. Und dann gebe ich mir einen Biggie. Oh! Ich habe jemanden geholt! Durch Fall! Ich habe irgendjemanden geholt! Ich weiß gar nicht wie! Krass, ich habe doch nur ein bisschen irgendwo geschossen. Boah, die Gegner sind voll schlecht. Die Gegner sind der Grotte. Die sind ja richtig schlimm. Aber auch nehmen wir mit. Heftig. Guck mal, da sind welche. Ja. Ich frage mich gerade, ob das echt ein Bot war oder... Ich glaube, das war ein Bot, Mann. Ich glaube, das war ein Bot, nur weil er gesprungen hat. Heißt nicht, dass es ein Mensch war. Okay. Dann haben wir den Hasen auf jeden Fall auch abgesaved da unten. Oh mein Gott, er wurde von jemandem gesniped und wir haben ihn weggelasert mit der Augbar. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Heftig. Guck mal, jetzt schießt er und denkt sich, hey, wo ist denn der? Ja, Bruder. Ey, Augbar macht, ist richtig krank, Digga. Ohne Witz, Augbar ist richtig krank. Guck mal, was für Hits wir gegeben haben. Das hätten wir mit der Scar nicht so schnell hingekriegt. Heftig, was Augbar für ein Blumen hat. So richtig schön. So, er versteckt sich jetzt. Er guckt wahrscheinlich, wo ist der Penner, der mich abgeknallt hat. Das wäre noch krass, wenn wir noch 15 Kills hier machen könnten. 15 Kills in Solo ist für mich wie 20 Kills vor, in der Season davor. Guck mal. Der ist am Arsch, sag ich euch. Digga, die Waffe ist so präzise, ne? Krass. Also es ist unglaublich, wie krass die Waffe ist. Das ist wirklich unglaublich. Also wenn da eine Scar jetzt liegt, ne? Ich behalte meine Augbar, 100%. Die ist ja auch sogar im Fernkampf richtig heftig. Naja, aber jetzt benutzen wir Metall. Wir haben absolut fast 3000 Metz. Wo sind die letzten? Wo sind die letzten Hasen? Wahrscheinlich irgendwo gut in der Zone. Versneakt, ne? Digga, an sich, dieser Baba-Berg ist ein Ultraspot. Wir sollten mal einmal raufsteppen. Einfach um zu gucken. Aha, da ist jemand. Ah, die fighten gerade. Oh, die Zone nervt, ne? Ich muss sie schnell beenden. Ich muss schnell beenden. Die Zone kommt, Digga. Den ersten. Ich
müssen wir beenden. Muss ich den Hase jetzt machen? Digga. Lul. Lul! Ey, hab ich jetzt den Kill bekommen oder nicht? Hab ich das bekommen oder nicht? Ey, durfte ich den jetzt haben oder nicht? Ja oder nein? Hä? Ja, ich hab ihn bekommen. Ja, natürlich, Digga. Wäre so unfair, wenn nicht. Digga, geile Runde, Freunde. 26er Prezi, 2000 Schaden an Gegner. Headshot 37. 5 Kilometer gelaufen. Ey. Ich habe nur 75 Schaden in der gesamten Runde bekommen. Ich habe nur 75 Schaden in der gesamten Runde erlitten. Nur 75 Schaden. Ich habe 15 Kills gehabt und auch nur 75 Schaden erlitten. Nein. Leute, seid mal ehrlich, das ist doch mal richtig heftig. Ich habe nur 75 Schaden erlitten und habe 15 Kills gehabt, die ganze Runde gespielt und die ganze Runde auch gewonnen. Digga, wenn das mal nicht krass ist, Freunde, lasst mal erstmal ein Like da, Freunde. Checkt auf jeden Fall die Deadstock-Aktion ab, Freunde. Erster Link in der Beschreibung. Wie gesagt, jeder von euch kann die Caps sneaken. Wer genau will wie, einfach nur zum Anfang eines Videos spulen, ein bisschen Bescheid. Erster Link in der Beschreibung. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal und Mäuschenmeier.